Moin, Sie YouTube, hier ist wieder mal euer René von FarmLog. Willkommen zu, ja, die Kirmes-Vorstellung, die Karussell zu zweiten. Mit Münster hatte ich das jetzt gemacht, jetzt ist die Alna Mai-Kirmes dran. Also, sieht man da, vielleicht sieht man es, weiß ich nicht. Sie findet statt vom 27.04. bis zum 1.05. Ja, der 27.04. war gestern. Die Öffnung, ja, die Mai-Kirmes findet vom Freitag, den 27. April 2018 bis Dienstag, 1. Mai 2018 auf der Dr. Paul Rosenbaumplatz statt. Etwa 70 Schausteller und Fahrgeschäfte freuen sich auf euch. Auf ihren Besuch. Öffnungszeiten. Ja, fangen wir da mal an. Öffnungszeiten. Freitag, den 27.04.2018. 14 bis 23.30 Uhr, ja, 27. ist schon vorbei. Jetzt kommt aber noch der Samstag, der Sonntag, der Montag und der Dienstag. Der Samstag ist heute. Heute findet die Kirmes vom 14 Uhr bis 23.30 Uhr statt. Aber bis dahin ist das Video noch nicht hochgeladen. Vielleicht, weiß ich nicht. Wenn ich schaffe, 8 Uhr, halb 9 oder so. Sonntag, den 29.04.2018 von 11 Uhr bis 22.30 Uhr. Ja, 11 Uhr ist zwar früh, dann stand halt 14 Uhr, da ist er halt irgendwie 3 Stunden eher, glaube ich. Ja, 3 Stunden eher, aber endet auch eine Stunde eher. Am Montag, den 30.04.2018 von 14 bis 22.30 Uhr. Ist auch, ja, jetzt das ist halt weniger. Also nur freitags und Samstag, also nur noch heute bis 11:30. Sonst immer nur bis 10:30. Montag, ja, von 14 Uhr bis 22.30 Uhr und Dienstag von 14 Uhr nur bis 10 Uhr. Ach, gestern war auch Feuerwerk. Hier steht nämlich, ja, das ist halt schon vorbei. Eröffnet mit gratis Verlosung von Kirmes Wundertüten innerhalb Chips, Gutscheine, Süßwaren, Spielzeug etc. Circa um 21.45 Uhr Feuerwerk. Ich wusste gar nicht, dass auch ein Feuerwerk war. Und Montag, den 30.04. ist Familientag, ja. Ist halt für viele ein Feiertag. Dann fangen wir mal mit dem Fahrgeschäft an. Wenn alles klappt, setze ich da Bilder rein. Einmal ist da der Musikexpress. Das ist eine Raupe. Müsste ihr eigentlich Standard alle kennen. Formel 1, das kann man unter Stange, aber ist ein Autoscooter. Breakdance Nummer 2 vom Bonner, der auch in Münster stand. Wer da war. Piraten Adventure stand natürlich auch in Münster. Er ist das, wenn ihr drin wart, das Durchlaufdings von. Da konnte man durchlaufen, aber ich habe auch in Münster ein On-Ride gemacht oder Work. Keine Ahnung, wie man das nennt. Dann New World 3000, das ist ein Simulator, ja, so ein 3D-Simulator, da sitzt sie halt drin, dann guckt den Film und dann bewegt sich alles. So, Royal Nessie, das ist eine Schiffsschaukel, oh, nennt man das Schiffsschaukel? Ja, die, was man viel in Piraten-Style so kennt, das ist halt nur in Nessie, das Dann steht da noch Tom der Tiger. Was für Kinder, also für kleinere Kinder, ist eine kleine Kinderachterbahn. Big Spin, das ist ein, wer kennt, der Voodoo Jumper, nur in einer anderen Art. Dann steht da noch Twig Stop,
Das ist auch wieder ein Kinderkarussell, so ein Rumfahr-Kinderkarussell, wo Feuerwehrautos oder so drin sind. Und fliegender Air Dance, das ist auch ein Kinderkarussell. Ja, das war's auch schon wieder von der Kirmes. Also bis hier, dann läuft die jetzt noch. 1, 2, 3, 4 Tage habt ihr noch die Chance hinzufahren. Also, ja, eigentlich ist die 5 Tage, aber den Freitag habe ich hier jetzt. War schon rum. Ja, und wenn dann jetzt alles geklappt hatte, kommt dann, wenn ich was vorgelesen habe, Bilder mit rein. Da werde ich dann gucken, ob das geht. Hoffe ich. Aber dann trotzdem, wenn es euch heute wieder mal gefallen hat, drückt mir gerne das Däumchen nach oben. Lasst mir ein Abo da. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Renny von Hamburg. Tschüssi.